Weißt du, was ich meine? Ich will jetzt einfach Dinos sehen, Alter. Dafür bin ich hier, wisst ihr? Ich will doch einfach nur ins Dinoland. Ich hab doch gar nicht vor, Leute umzubringen. Nicht schießen, bitte, okay? Ah! Es ist gerade intensiv. Meine Brustwarzen sind auf Anschlag. Was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video, meine Freunde. Ihr wisst ja bereits, dass ich... Kann ich vielleicht ganz kurz... Was ich gerade sagen wollte, ihr wisst ja, dass ich bereits damals schon mit Google Stadia zusammengearbeitet habe und das heutige Video wird auch wieder in Kooperation mit Google Stadia entstehen. Falls ihr nicht wisst, was Google Stadia ist eine sau nice Sache. Google Stadia ist quasi eigentlich nur dieser kleine süße Controller und mehr ist es eigentlich nicht. Das ist quasi die ganze Konsole, ihr könnt mit Google Stadia überall spielen, einfach das Ding auf jedem Bildschirm streamen. Ihr könnt es auf dem Beamer, wenn ihr wollt, auf dem Fernseher, auf dem Tablet, mashallah, vielleicht sogar auf euren Samsung Smart Fit streamen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man mit Google Stadia auf jedem Bildschirm, den ihr habt, einfach das Game streamen. Der Unterschied ist, man braucht keine teure Hardware mehr, man braucht keinen Gaming-PC, man braucht keine Konsole mehr, die irgendwann outdated ist, sondern nur das hier und eine vernünftige Wi-Fi-Verbindung, mehr nichts. Geil, Mann. Der Grund, warum ich euch das erzähle, ist, dass Stadia Pro momentan für 2 Monate kostenlos ist und gerade in dieser Quarantänezeit, wir hängen alle zu Hause, haben nichts zu tun, kann man sich das auf jeden Fall mal reingönnen. Dazu gibt es ein gratis Spiel, ihr könnt einfach unter stadia.com gehen, das ist der wunderschöne Link hier, draufklicken, euch kostenlos registrieren und 2 Monate einfach nur reinladen. Nice. Das Geile ist, ihr könnt Stadia auf eurem Controller spielen, auf Maus und Tastatur. Mashallah, wenn ihr so wollt, vielleicht sogar mit einem Holzbrett, keine Ahnung, ich glaube, das geht nicht, oder? Aber ihr könnt es auf jeden Fall auf Handys spielen, also Smartphones und sowas, Android-Phones, das läuft auf jeden Fall auch. Und ihr seht hier gerade, wie das Ganze aufgebaut ist. Ihr könnt euch hier einfach registrieren, dann geht ihr quasi hin und wählt diese 2 Pakete. Entweder ihr macht das Abo und habt eine ganze Bandbreite an Spielen, wie gesagt, die ersten 2 Monate sind gerade kostenlos. Oder ihr geht hin und nehmt das kostenlose Ding und kauft euch die einzelnen Spiele, ähnlich wie bei anderen Herstellern, ganz einfach. Ja. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz ins Spiel, weil ich will ja nicht nur hier erzählen, sondern auch ein bisschen was zeigen. Es geht nämlich um PUBG Season 7. Genau, darum geht es quasi heute, denn PUBG Season 7, meine Freunde, hat mittlerweile irgendwann mit Dinosaurier in diesem Game. What the f***, mate? So, ich würde sagen, wir starten das Game mal ganz kurz. Ihr seht vielleicht, dass ich hier auf einer Seite gerade bin. Wir gehen ganz kurz hier auf den Link, meine Freunde, click to play. Das Game öffnet sich automatisch und wir können quasi sofort reinschallern. Nice. Let's go, der Hase. Wir spielen auf jeden Fall hier mit Tastatur und Maus. Später werde ich dann drüben im Controller spielen auf kompletter Ehrenbruder-Basis. Let's go. Wenn ihr jetzt auch krass seid und nicht so reinzackt mit dem Controller wie ich, dann könnt ihr auch am PC mit dem Controller spielen und dann mit PlayStation und Xbox auf Crossplay-Basis unterwegs sein, meine Freunde. Das ist eine ganz, ganz wilde Nummer. Ich werde aber jetzt hier mal die Tastatur wählen und später dann mit dem Controller rüber zum Beamer gehen. Ich würde sagen, wir starten direkt mal ins Game rein und gucken mal ganz kurz, was uns da so erwartet. Ich bin wirklich mal gespannt. Ich habe PUBG jetzt wirklich gut 1,5 bis 2 Jahre nicht mehr gespielt. Ich weiß noch, ich glaube, ich habe Tobi fast damals in PUBG kennengelernt. Und mittlerweile gibt es das Dinoland. Das ist ja witzig. Man kann dann da nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich lasse mich jetzt einfach überraschen. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Wir haben hier, bevor wir jetzt ins Game reingehen, auf jeden Fall noch eine Stadia Crate, meine Freunde. Die ist übrigens mit auch dabei in dem ganzen Paket. Das ist die PUBG Pioneers Edition und da ist das Stadia Skin Paket dabei und der Survivor Pass Code von. Ich würde sagen, wir gucken mal kurz rein. Wir haben hier auf jeden Fall ein paar frische Sachen, meine Freunde. Die sehen wirklich geil aus eigentlich tatsächlich. Also das, da werden wir auf jeden Fall mal hier definitiv reinschallern. Ziehen auf jeden Fall hier den Hoodie an, der ist super unauffällig. Dann natürlich auch hier die Brille dazu. Die ist ja mal mega eigentlich. Also die Brille ist ja, die ist ja richtig cool. Ja, nee, also das ist auf jeden Fall, da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, damit wird uns niemand erkennen. Also das ist relativ wahrscheinlich, dass wir damit nicht gesehen werden. Ich würde sagen, Leute, wir schauen uns mal ganz kurz den Battle Pass hier an. Also wir haben hier auf jeden Fall ein Skin für ein Auto. Nice one. Okay, sehr schön. Der sieht auf jeden Fall barbarmäßig aus. Das ist ein geiles Ding, ne? Dann gehen wir jetzt ins Dinoland, meine Freunde. Wir suchen auf wie Candy das Dinoland und versuchen da jetzt einen absolut arschgeilen Win zu holen. Ich bin maximal bereit, hier in meinem neuen Stadia-Hoodie das Ding nach Hause zu holen. Ich werde hier alles geben und wenn ich verliere, mashallah, dann kann ich einfach diesen Controller nehmen und rüberlaufen und es dann nochmal versuchen. Und wenn ich dann verliere, kann ich den Controller einfach mit meinem Handy verbinden und es dann nochmal versuchen. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann gehe ich zu meinem Samsung Smart Switch und spiele auf dem Controller darauf. Und wenn ich dann immer noch verloren habe, dann höre ich auf zu spielen, weil ich extrem schlecht bin. Ja. Hier bin ich mit meinem neuen Hoodie. Ja, friss den Schnee. Okay, Leute, wir droppen auf jeden Fall direkt hot ins Dinoland hinein, meine Freunde. Wir haben das Dinoland direkt hier, meine Freunde. Und wir haben uns den Ping gesetzt. Wir fliegen auch direkt am Dinoland vorbei. Und ich bin wirklich gespannt, was uns da erwartet. Ich habe so lange kein PUBG mehr gespielt. Und das Geile ist halt, wie gesagt, wenn ich jetzt einfach verrecken sollte, ich nehme den Controller und sage mir, nicht mit mir, ich gehe darüber und habe dann Aim Assist. Zumindest stelle ich mir das so vor.
Also, ja, raus. Wir gehen raus, Leute, wir gehen rein ins Dinoland. You're disgusting. Und ich habe meine Schuhe nicht ausgerüstet. Das ist extrem seltsam, es tut mir leid. Oh nein, ich bin falsch rumgeflogen. Wir fliegen zur Villa am Straßenrand und fahren mit dem Auto ins Dinoland. Hallo? Gut, damit kann ich nicht fahren. Alles klar. Wir haben eine Beisen auf jeden Fall. Hier ist noch eine Beisen. Doppelbeisen-Setup ist besser als keine Beisen, sage ich immer wieder. So, wir haben einen Helm. Wir haben eigentlich alles so... Oh, oh, ich wurde beschossen. Wer war's und vor allen Dingen warum? Okay, der ist genauso schlecht wie ich. Das ist ganz gut. Ah! Nein! Ja! Ich habe ein Menschenleben genommen! Ja! Ja, dann nehme ich auf jeden Fall... Oh, oh! Wisst ihr was, Leute? Wir raschen rein, wir raschen rein. Wir rennen rein. Wir gehen rein, Alge. Ich wollte doch nur ins Dinoland. Ich wollte doch nur ins Dinoland. Ich wollte doch keine Menschen hier töten. Ah! Oh! Oh mein Gott, Digga. Die Beisen ist ja ultra langsam. Die hat Einzelschuss. Normalerweise ist das so eine... Weißt du, was ich meine? Nö. Ich will jetzt einfach Dinos sehen. Alter, dafür bin ich hier, wisst ihr? Wenn es das jetzt war, Mutter, bitte verzeih mir. Das war gar kein Problem für mich. Ich will doch einfach nur ins Dinoland. Ich hab doch gar nicht vor, Leute umzubringen. Das ist das Auto mit dem Skin aus dem Package. Sehr, sehr geil. Okay, bitte. Ich möchte wirklich nur ins Dinoland. Nein, das Dinoland ist nicht in der Zone, oder? Wir fahren ins Dinoland, Leute. Es ist mir egal, ob das Dinoland in der Zone ist oder nicht. Dinoland! Dinoland! Dino... Oh ja, yeah, Digga. Mm. Sieht auch geil aus eigentlich, ne? Ne, die habe ich ja schon. Nevermind. Die Zone. Ich bin hier fürs Dinoland. Ich bin hier fürs Dinoland und ich will einen Dino sehen. Der ist zerbrochen, der Dino. Der ist kaputt. Okay, wir müssen hier weg aus dem Dinoland, Leute. Oh Gott, werde ich es noch schaffen? Eins in den Chat. Ah, wir schaffen es doch. Es war so dumm. Es war so. Es hat sich aber gelohnt. Wir haben Dinos gesehen. Es hat sich sowas von gelohnt, Alter. Ritterburg. Ritterburg? Picknick? Eissee? Driften? Stein? Ah, fast tot. Lagerhütte. Ah. Geht mir richtig gut rein. Und nochmal, das alles gerade auf Ehrenbruder-Free-to-Play-Basis. Ich benutze gerade keine Leistung von meinem Computer. Was eigentlich dumm ist, weil ich habe einen 15.000-Euro-Rechner stehen. Aber egal, ein Ritter. Oh. Wer schießt von wo und warum? Ich will nicht hinten sitzen. Ich will nicht hinten sitzen. Papa, lass mich bitte nach vorne. Wer schießt hier? Geil. Hier ist ein Airdrop auf dem Dach. Hier? Lull. Nicht schießen auf mich, bitte. 20.000 IQ-Move. Oh, ja. Yeah. Wir sind unsichtbar für den Feind. Oh, da kommt einer. Wir sind über Steps. Oh, nicht schießen bitte, okay? Ah! Bleib stehen. Wo bist du hin? Oh! Ganz knappes Ding. Ganz knappes Ding. 1 AP. Oh! Da ist noch einer. Da ist noch irgendwo einer close. Ach, jetzt hier mal richtige Showdown, Digga. Da ist noch einer. Er ist lost. Wir holen das hier noch. Ich sehe uns da. Okay, hier draußen wird auf jeden Fall immer noch geschossen. Mein Gott, der sieht mich nicht. Die treffen mich nicht, weil ich den Anzug an habe, weißt du? Die können mich nicht treffen. Ich bin unsichtbar für die. Es ist gerade intensiv. Meine Brustwarzen sind auf Anschlag. Ganz weird, was ich da gerade gesagt habe. Oh mein Gott! Wir waren im Dinoland. Nee, war geil. Ich würde sagen, jetzt, meine Freunde, spielen wir das Ganze nochmal auf Controller und gucken mal, wie ich da rein zacke, weil das... Ja, alles klar. Wir wechseln auf jeden Fall auf Controller. Let's go. Okay, ihr seht, das Game ist hier noch offen, meine Freunde. Wir sprinten direkt drüber und setzen uns hier direkt hin. Bam, und spielen hier weiter. Ist der gleiche Account, das gleiche Game. Ich könnte das sogar mit Game machen. Also ihr habt das letzte Mal auch schon bei Red Dead gesehen, mit Trimax zusammen. Und jetzt habe ich den gleichen Stream, nur hier. Was extrem sick ist, meine Freunde. Ich würde sagen, ich versuche jetzt nochmal diesmal... Auf alles. Wir gehen sofort ins Dinoland. Wir möchten rein ins Dinoland, meine Freunde. Ich will Dinos sehen. Ich habe so Bock. Mit dem Controller könnt ihr jetzt crossplayen. Ihr könnt mit allen Leuten, die auch einen Controller haben, Xbox, Playstation. Und ich würde sagen, wir fangen sofort an. Hello, guys! I want to go! Man sieht es hier sogar. Guck mal, Alan Fong spielt auf Stadia, Wanderer auf Xbox und der andere auch auf Xbox. Das ist komplett Crossplay. Mit den T-Rexes. All of that. I want the dinosaur in my life. Okay. Guys, hello. I know you can't hear me, but I really need to go to the Dinoland. I'm not coming with you. Dinosaur, fliege ich richtig? Da, das ist Dinoland. Nein. Das? Echt? Das ist Dinoland. Dinosaurierpark. Oh, jetzt, ich lasse mein Team einfach im Stich, damit ich Sightseeing gehen kann. Ich bin der größte Anti-Mate aller Zeiten. Oh, Crossbow. Da kommen Erinnerungen hoch. Da ist ein Dino! Wow. Oh.
Eine Schießbude mit Dinos. Boah, Digga, ist das geil, auf so einem riesen Stream zu spielen, ne? Ja, das hat schon was, Leute, das hat schon was. Einfach Midgame wechseln und einfach mal reintryharden. Jungs, ich komme. Jungs, steig aus dem Zug aus, ich bin gleich da. Ich habe einen Viersitzer. Mein ganzes Team lebt noch. Ich gehe jetzt holen, die Jungs. Bin da, ich rette euch. Jungs! Ich hab's geschafft! Ganz, ganz wichtig noch an der Stelle hier zu erwähnen. Momentan ist alles nur auf 1080p wegen der Corona-Pandemie. Und des Weiteren ist es so, dass ihr natürlich auch hier den Vorteil habt, dass sämtliche Rechenzentren, auf dem Stadia läuft, mit Ökostrom betrieben werden. Das heißt, ihr seid sogar von der Klimabilanz ja deutlich besser bestellt, wenn ihr hier mit diesem kleinen Ding zockt, anstatt euch einen teuren Gaming-Rechner zu kaufen. Das Gute ist, Leute, dass ich hier gerade neue Freunde gefunden habe. Also klar, wir bringen andere Menschen online um, aber das schweißt zusammen. Vier Sachen am Leben. Top 100 haben wir geschafft. Ich bin, glaube ich, denen einfach nur ein Klotz am Fuß. Du warst im Dino-Land. Digga, das Dino-Land ist aber auch Leben, Alter. Ja! Oh, ich bin geflasht. Ja, ja, komm, heb mich hoch. Heb mich hoch. Lauf nicht an mir vor. Lauf nicht an mir. Bitte. Ich habe eben noch erwähnt, wie cool es ist, Freunde zu finden. Bro, also, ich lieg ja hier. Ich bin in der Zone. Bro! Ja! Bro. Ja, gut. Also, Freunde habe ich auf jeden Fall gefunden an der Stelle, Leute. Das war's auf jeden Fall von diesem wunderschönen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, meine Freunde, wenn ihr Bock habt auf mehr, checkt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung. Checkt auf jeden Fall den Season 7 von PUBG aus und gönnt euch auf jeden Fall die 2 Monate Stadia Pro. Ich bin an der Stelle raus und wir sehen uns beim nächsten Mal bestimmt wieder. Macht's gut, tschüss.